Wir machen jetzt lustige Witze. In eins? Nee. Drei. Ja, ihr macht das schon. Ne? Ich habe Feierabend. Und wenn ich wiederkomme, möchte ich, dass wir eine schöne Folge haben. Ja, okay. Hi, ich bin Lea. Normalerweise mache ich die Witze und bin hinter der Kamera. Aber heute habe ich mich ja mal abgelöst. Und ja, das ist Marie. Und wir machen jetzt lustige Witze. In 3, 2, 1, los. Wenn du mich jetzt blockiert hast, rede ich kein Wort mehr mit dir. Hey Bro, Chantal ist eine miese Schlamperei. Die hat gerade mit mir Schluss gemacht. Halt's Maul und hör auf, über meine Freundin zu beleidigen. Hör auf, über meine... Hat jemand einen wirksamen Tipp gegen Fettflecken? Abnehmen. Ich sollte mir angewöhnen, nur noch nach dem Sex zu rauchen. Dann wäre ich ganz schnell Nichtraucher. Und was, wenn ich nicht mitschreiben kann? Wegen sexueller Erschöpfung oder so? Und der Lehrer nur so, dann schreiben Sie die Klausur halt mit der linken Hand. Meine Freundin meint, ich wäre ein schlechter Liebhaber. Aber ich finde, das kann man nach 15 Sekunden noch gar nicht so beurteilen. Du lebst in Deutschland, wenn dir bewusst wird, dass der Tod die härteste Form der Berufsunfähigkeit ist. Mit Chuck Norris in der Hauptrolle. Die Hauptrolle. Mit Chuck Norris in der Hauptrolle würde 301 heißen. Die neue Freundin meines Nachbarn ist Chinesin. Letztens hat er wohl zu ihr gesagt, dass er gerne mal 69 ausprobieren würde. Anschließend stand sie in der Küche und kochte für ihn Entensüße. Also ich finde die Bild-Zeitung ja echt super. Wenn ich die zusammenrolle, ist die genauso lang, dass ich damit in den Lichtschalter komme, ohne aufzustehen. Warum finden Männer Frauen in Lack, Leder und Gummi so erregend? Die riechen wie ein neues Auto. Ich lese hier gerade, durch die Plattentektonik bewegen sich die hawaiischen Inseln mit 10 cm pro Jahr auf Japan zu. Anscheinend will sich Pearl Harbor persönlich rächen. Die Schalke-Mannschaft besuchte heute ein Waisenhaus in Kapstadt. Es ist so schwer, in ihre traurigen und hoffnungslosen Gesichter zu sehen, sagte der 6-jährige Jamal. Sex ist die größte Lüge der Welt. Du glaubst, du bist im 7. Himmel, dabei bist du nur 2 cm vom Arschloch entfernt. Den eigenen Post zu liken ist, wie sich nach der Selbstbefriedigung selber auf die Schulter zu klopfen und du Tier zu sagen. Kann die Bilder gucken, wie ängstlich du hier guckst? Das ist doch komplett verstört auf dem Foto. So, oh Gott, was mache ich hier? Guck mal links neben ihrem Kopf. Die 3 Stufen der lustigen Witze. Geschäftsidee. Bäckerei, Lottoannahmestelle und Atelier in einem und nennen es brotlose Kunst. Ich vermisse meine Freundin. Dann lass sie doch auf. Dein Schwanz ist nicht nur auf Englisch, dick. Wenn man Schnecken verspeist, sind sie ganz aus dem Häuschen. Wenn der Fahrstuhl stecken bleibt, kann man nur hoffen, dass keiner scheißen muss. Ein Kumpel hat es geschafft, sich beim Skiunfall irgendwie den Samenleiter um die Hoden zu wickeln und muss operiert werden. Der Arzt meinte dann nur zu ihm, man muss schon ein tolles Sexualleben haben, wenn sich schon die eigenen Hoden erhängen. Wenn Blicke töten könnten, dann hätte ich nur noch Augen für dich. Ich bin es. Ich muss es leider mal einspringen, weil beim Dreh der Akku leer gegangen ist und die Datei, die seit 20 Minuten gefilmt hat, einfach kaputt gegangen ist. Wir machen jetzt weiter mit der Kommentare- und Kommentierzeit. Diese ist ja letzte Woche ausgefallen, weil unser Techniker-Team aus Los Angeles das Intro dafür gebaut hat. Und dieses möchte ich euch jetzt mit Stolz präsentieren. Kommentare- und Kommentierzeit! Geil, oder? Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Und jetzt kommen eure Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ein Video von dir auftaucht. Dann sehe ich wenigstens jemand Hässlicheren als mich. Ja, dieser Kommentar war eine Mischung aus boah, fick dich und boah, ich hab mich kaputt gelacht. Geil. Was ist umgekehrter Exorzismus? Wenn der Teufel dem Priester sagt, dass er aus dem Kinderkörper verschwinden soll. Vorhin am Hauptbahnhof habe ich 2 Leute gesehen, die sich gegen Corona geimpft haben. Mega vorbildlich. Was hat ein Elektriker in der Hose? Einen kurzen. Sitzen 3 Mäuse beim Bier und gehen gegenseitig an, sagt die erste Maus. Naja, ich bin ja wohl ziemlich cool drauf. Immer wenn bei uns im Haus eine Mausefalle steht, laufe ich hin, klau den Käse und mache auf dem Fallenbügel Krafttraining, sagt die zweite. Und ich bin erst ein geiler Macker. Immer wenn bei uns Rattengift verstreut wird, hole ich mir einen Spiegel und eine Rasierklinge und ziehe mir erstmal eine Leine. Als die dritte Maus nichts sagt, fragt die erste, und du bist wohl nicht so mutig und cool wie wir, hä? Antwortet die dritte. Ihr langweilt mich. Ich gehe jetzt die Katze ficken. Was sitzt schwarz in der Ecke und riecht nach Karamell? Ein Diabetiker nach einem Zimmerbrand. Der Vater kommt in der Nacht spät nach Hause. Aus dem Zimmer seiner Tochter hört er ein Stöhnen. Besorgt öffnet er die Störeinspalt und muss mit ansehen, wie seine Tochter es sich mit einer Banane selber macht. Am nächsten Morgen nimmt der Vater eine Banane, bindet sie an eine Schnur und schleift sie hinter sich her. Als daraufhin die Tochter einen hochroten Kopf bekommt, fragt die Mutter, was das denn zu bedeuten habe. Darauf der Vater, ich zeige meinem Schwiegersohn die Wohnung. Auf einer Studentenparty.
Na, was studierst du? Ich bin im dritten Semester Geologie. Theologie, wie interessant. Nein, nein, Geologie. Es geht um Steine, nicht um Steinigen. Wenn ich Buchstabensuppe wieder auskotze, ist es dann gebrochenes Deutsch? Chuck Norris kann eine Drehtüre zuschlagen. Lea hat eine Beförderung verdient. Ich finde auch, dass Lea einen ganz, ganz guten Job mit lustige Witze macht, denn ohne sie würde dieses Format nicht mehr existieren. Gerade so wie aktuell, wie wir dieses Format Woche für Woche aufarbeiten und verbessern, ist es ziemlich aufwendig für uns und ohne ihre Hilfe würde ich das zeitlich nicht mehr hinbekommen. Und da die YouTube AdSense-Einnahmen wirklich lausig sind, ich aber Lea gerne besser bezahlen möchte, möchte ich noch einmal kurz auf unsere Patreon-Seite hinweisen, patreon.com/masterjam. Wenn ihr an diesem YouTube-Format genauso viel Spaß habt wie wir und ihr vielleicht 1 Euro oder mehr im Monat überhabt und uns damit zu unterstützen, dann wären wir euch sehr dankbar. Wir arbeiten unsere Patreon-Seite auch aktuell neu auf, damit die Leute, die uns unterstützen, etwas mehr zurückbekommen, aber dazu kommen wir in den nächsten Wochen nochmal. So, und ich gebe jetzt wieder zurück an die Mädels. Männer können ja nie zwei Dinge gleichzeitig tun. Da ist es ein Wunder, dass sie beim Sex nicht ersticken. Schlagzeile. Räuberischer Coup in der Nacht zum Sonntag. Gangster haben 20.000 Glühbirnen entwendet. Die Polizei tappt im Dunkeln. Wenn es in deiner Wohnung zu kalt ist, dann stell dich doch einfach in eine Ecke. Da sind es 90 Grad. Früher musste man den Drachen töten und die Jungfrau heiraten. Heutzutage gibt es keine Jungfrauen mehr. Da muss man den Drachen heiraten. Mist, meine Mutter killt mich. Ich habe auf der Klassenfahrt irgendwie meinen Kinderpass verloren. Ach, du meinst die Stempelkarte für Thailand? Wir hatten vorhin die Situation, dass ich mir eine Tasche für mein Grafiktablett gekauft habe. Und zu diesem Grafiktablett gehört dieser Ständer dazu. Und dann hat Lea mich vorhin tatsächlich gefragt, guck mal, ob der Ständer nicht auch noch in den Schlitz passt. Und ich habe sie einfach nur angesehen. Das war meine Hochphase heute. So tief sind wir noch gar nicht. Das finde ich im zweiten Erdgeschoss. Deine Mutter ist so dumm, die läuft bei Super Mario nach links. Ist es eigentlich politisch korrekt, wenn ProSieben den Film World Trade Center als Blockbuster bewirbt? Richte deiner super dementen Omi alle paar Minuten schöne Grüße von mir aus. Du warst doch bestimmt auch schon mal in einer Situation, in der das Herz was wollte, was der Kopf eigentlich besser wusste. Ja, oder der Darm. Ich frage mich heute noch, welcher grausame Menschenquäler sich damals dieses All-You-Can-Eat-Angebot auf der Ärmelkanalfähre ausgedacht hat. Er braucht schon einen RTL, wenn er den Ärmelkanal... Heute hat einer bei Wetten, dass gewettet, dass er es schafft, Tokyo Hotel mit einem Traktor zu überspringen. Er hat es nicht geschafft, aber glaubt mir, Wettkönig wurde er trotzdem. Die Österreicher sind eh immer alle schuld. Der Erste Weltkrieg wurde begonnen, weil ein Österreicher erschossen wurde. Der Zweite Weltkrieg wurde begonnen, weil ein Österreicher nicht erschossen wurde. Wie man es macht, macht man es falsch. Das traurigste Tier der Welt ist der Mann, denn er hat Brüste ohne Milch, einen Vogel ohne Flügel, Eier ohne Schale und einen Sack ohne Geld. Darum wollen wir Frauen nicht heiraten, weil es sich wegen 70 Kilo Wurst nicht auszahlt, ein ganzes Nicht 70 Kilo. Darum wollen wir Frauen nicht heiraten, weil es sich wegen 70 Gramm Wurst nicht auszahlt, ein ganzes Schwein dahin zu halten. Das letzte Mal, als mich ein Vegetarier zum Essen eingeladen hat, habe ich ihm Blumen mitgebracht und gefragt, ob ich das Zeug für ihn in den Kühlschrank packen soll oder ob er es gleich braten will. Mein Benzintank funktioniert besser als je zuvor. Früher passte nur Benzin im Wert von 40 Euro rein. Jetzt passt schon Benzin für 50 Euro rein. Im Radio hat es ja angefangen, als sie die perfekte Welle von Juli nicht mehr gespielt haben. Da habe ich noch gedacht, hey cool, jetzt muss ich nur noch der Papst von einem Krokodil gefressen werden, dann sind wir auch den nervigen Schnappi los. Eine Telefonfirma hat bei uns einen Sendemast aufgestellt. Unser ganzes Dorf hat sich dann schriftlich beschwert, dass sie jetzt unter Schlafstörungen leiden und so weiter. Die Firma hat dann geantwortet, es tut uns sehr leid, dass sie diverse Probleme seit dem Bau unseres Sendemastes haben, dass wir uns kaum vorstellen können, welche Steigerungen vorkommen könnten, wenn sie den Sendemast in Betrieb nehmen werden. Ich fahre bald nach Indien ins Auslandssemester. Denk dran, wenn Inder nicken, heißt das Nein. Wenn sie den Kopf schütteln, heißt das Ja. Kenne ich. Ist bei meiner Freundin genauso. Ich wollte nur schnell in den Fahrstuhl furzen und dann blieb er stecken. Hey, hast du eigentlich gewusst, dass Pornografie chronische Schmerzen lindern kann? Auf jeden Fall nicht im Handgelenk. Schlagzeile. Baby in Indien fällt bei Geburt durch Zugtoilette auf die Gleise. Ist es dann quasi auf der Strecke geblieben? Ich wurde aus der Bibliothek geschmissen, weil ich die Bibel ins Science-Fiction-Regal gestellt habe. Jetzt machen wir uns auch noch alle Christen zum Feind. Du machst sie alle zum Feind bei dem Sie sagen dann die Christen. Der interessanteste Hund von allen ist der Hotdog. Denn der füttert die Hand, die ihn beißt. Huhu, ich bin's mal wieder. Das Ende fehlt natürlich auch. Wenn ihr findet, dass die Mädels das ganz, ganz toll gemacht haben, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen rauf und schreibt einen Kommentar mit einer Frage, einem Witz oder irgendetwas anderem, damit ihr vielleicht in der nächsten Kommentare Kommentierzeit vorkommt. Bis dahin, wir sehen uns nächste Woche.
Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube.